Zentraler Bestandteil empirischer Wissenschaft ist das Aufstellen und die experimentelle Überprüfung von Hypothesen. Der gängigen Praxis zufolge lassen sich einzelne Hypothesen durch Experimente eindeutig widerlegen. Die Duhem-Quine-These weist diese Vorstellung zurück. Aber wieso? Schauen wir uns ein Beispiel an. Unser Wissenschaftler hört die Hypothese, dass sich bei Querzahnmolchen die Farbe der Kiemen in Abhängigkeit von Musik verändern soll. Axolotl sind Querzahnmolche. Also ersinnt er ein Experiment, um die Hypothese zu testen. Sollten sich trotz unterschiedlicher Musik die Kiemen nicht verfärben, so hätte er die Hypothese widerlegt. Ein klarer Fall. Das Experiment zeigt, die Hypothese ist falsch. Einen Moment, Herr Kollege. Sie nahmen an, dass Ihre Brille die Axolotl so zeigt, wie sie sind. Diese Hintergrundannahme wurde stillschweigend vorausgesetzt. Sie haben Ihre Hypothese somit vorschnell verworfen. Denn genau genommen wurden wenigstens zwei Hypothesen zugleich getestet. Dass sich Kiemen von Querzahnmolchen bei Musik verfärben und dass Sie dies mit Ihrer Brille erkennen können. Daran zeigt sich, eine Hypothese kann nie isoliert überprüft werden. Denn jede wissenschaftliche Hypothese, jeder Satz einer Theorie ist eingebettet in ein Netzwerk weiterer Annahmen und Sätze. Dies sind insbesondere Annahmen über die Funktionsweise von Messgeräten und als gültig vorausgesetzte Naturgesetze, die typischerweise auch aus anderen Theorien als derjenigen stammen, zu der die ursprünglich zu testende Hypothese gehört. Man testet also nie nur eine einzelne Hypothese, sondern immer zugleich eine große Menge von Annahmen und Sätzen. Unserem Wissenschaftler kommen schwere Zweifel. Was bedeutet dies für all die Hypothesen, die er in früheren Zeiten aufgrund eines Experiments verwarf? Was bedeutet dies für die wissenschaftliche Praxis allgemein? Vielleicht kann ich weiterhelfen. Wir können uns die Gesamtheit aller wissenschaftlichen Sätze und ihrer Ableitungsbeziehungen untereinander wie ein elastisches Netz vorstellen. Dies Netz ist in einen Rahmen eingespannt, der aus sämtlichen Beobachtungsdaten gebildet wird. Auf diese Weise sind wissenschaftliche Theorien mit der Welt verbunden. An den unmittelbaren Rändern des Netzes finden sich spezielle Beobachtungssätze. Weiter im Inneren Sätze mit zunehmender Allgemeinheit und nahe der Mitte die fundamentalen Naturgesetze, sowie schließlich die Grundgesetze der Mathematik und Logik. Prinzipiell sind alle Sätze revisionsfähig, sogar diejenigen der Mathematik und Logik. Unser Wissenschaftler ist irritiert. Streng genommen müsste er also bei widrigen Beobachtungen immer die ganze Wissenschaft, ja sogar die Logik anzweifeln? Nicht doch. Seien Sie pragmatisch und konservativ. Verändern Sie möglichst wenige Knoten. Achten Sie auf Einfachheit. Fangen Sie am Rand des Netzes an, anstatt gleich die Logik über Bord zu werfen. Und manchmal hilft es auch schon, einfach nur die Brille zu putzen. Die Betonung liegt auf manchmal.